Applaus. Vielen Dank. Danke schön. Ich wollte nur ganz kurz noch was sagen, bevor sie mich abhauen, so, weil sie müssen ja zum Auto und überhaupt und Hose ist drin und sie will noch eine Raha und so. Jetzt sage ich nur so als kleine Rechtfertigung zum Schluss, weil viele Leute auch im Programm oft hergehen und sagen so Sachen wie, oh, Frau Gruber, manches, was sie im Programm sagen, ist für ganz schön intolerant und männerfeindlich sowieso und auch ganz schön hart. Und ich sage, ja, Kinder, nichts dafür. Das liegt an der Zeit, in der ich aufgewachsen bin, an dem Ort, wo ich aufgewachsen bin. Ich bin ein Kind der Nachkriegsjahre. Jeder, der vor 1980 geboren worden ist, der weiß, von was ich rede. Nach dem Krieg, was haben wir denn gehabt? Nichts haben wir gehabt, das wissen Sie doch. Jetzt überlegen Sie mal, ich bin ja auch noch auf dem Dorf aufgewachsen. Ja, auf dem Dorf bin ich aufgewachsen. Ich kann mich nicht erinnern, wir haben eine Familie gehabt bei uns am Dorf, die haben so wenig Geld gehabt, die haben sich nie Fleisch leisten können. Da haben die zum Beispiel, einmal haben die so ein Greiherz geschenkt gekriegt, das hat die Mama einen Lampenschirm angehängt. Dann hat es Gnädel und Kraut gegeben, dann haben die ganze Familie haben mit dem Gnädel an das Fleisch ein bisschen hittung, das nach den Greiherten geschmeckt hat. Du, nach dem Essen ist es wieder runterbunden worden, Speisen rein, Schlüssel zu, damit die Buben nicht gegessen haben. Und einmal im Jahr, wenn der Papa Geburtstag gehabt hat, dann hat er es gegessen, aber dann hat er selber gefressen, haben die Buben wieder nichts gekriegt. Ja, wirklich, wenn bei uns beim Hänger waren, dann hat er eher 12 Gnädel gegessen, weil die so einen Hunger gehabt haben. Das weiß ich noch. Erinnern Sie sich mal selber, wenn Sie vor 1980 geboren worden sind, erinnern Sie sich, wie wir aufgewachsen sind. Ha, unser Spielzeug, das stammte aus China, das Blei und das Cadmium, das da drin war, das haben wir selber runtergelutscht, aber das hat uns nichts ausgemacht. Wir waren hart im Nehmen, wir sind von unseren Müttern rumgefahren worden in Autos, ohne Kindersitze, ohne Sicherheitsgurt, ohne Airbag, aber was sage ich, Autos. Unsere Mütter haben nicht ihre 1,3 Kinder wie heute in Kleinbussen durch die Gegend chauffiert. Wir hatten R4s, Fiat Pandas, Simcas. Erinnern Sie sich noch an einen Sim? Meine Freundin Gabi ist mit ihren zwei Brüdern am Hund, mit einem Simca, mit ihren Eltern nach Spanien gefahren. Jetzt hat er einen Schüssel auf dem Schoß gehabt zum Neureihen, wenn er schlecht geworden ist. Unsere Mama, wenn die mit uns unterwegs war, die hat auch nicht ständig Feucht- oder Sakrotantücher dabei gehabt. Nein, wenn wir einen dreckigen Rössel gehabt haben, dann hat Mama das Stofftaschentuch raus, hat... Und das Taschentuch ist nie gewaschen worden. Und das war noch vom Urgroßvater. Das war der Hodern vom Vodern, sein Vodern, sein Vodern. Das war der Generationsschneidshodern. Wenn du den untersucht hättest, da war noch Genmaterial vom Raubritter Gruber dran. So schaut es doch aus. Da erinnern Sie sich einmal. Wem mir... Wenn wir als Kinder nicht schlafen haben können, dann haben wir nicht Fencheltee gekriegt oder Globuli. Nein, da ist Oma gekommen mit der großen Flasche Klosterfrau Melissengeist, Suppenläffe, nein, beim Loch unverdünnt. Wenn kein Klosterfrau Melissengeist da war, haben wir ein Eierlikör gekriegt, das haben wir eh lieber wegen. Oder Hanfe, Gummibärle, ja, die haben wir gefressen, noch am Zehnputzen, runtergespielt mit einem Liter Kawa, da waren 140 Zuckerstücke drin, ja, wir haben alle 10 im Maul. Wenn wir mal einen Kaugummi gekriegt haben, dann haben wir nicht den Kaugummi achtlos noch eine halbe Stunde irgendwo in die Wiesen gespielt, den haben wir abends vorsichtig und andächtig aufs Nachtkastel gesetzt, haben in der Früh die Flusen runterbeidelt und haben ihn wieder im Mund gesteckt und am Pausenhof haben ihn an die beste Freundin verliehen. So schaut's da aus. Er war... Was haben wir früher nicht alles gesoffen, hä? War jemand bei Ihnen bei der katholischen Landjugend? Hä? Was haben wir da gesoffen? Gegen uns war Harald Junke ein freudloser Asket. Seien wir ehrlich, Gasmassen, Schneemassen, Escorial, Grün, Asbach, Cola, Rüscher, wir sind auch gar nicht Komasäufer geworden. Ich weiß nicht, was das heute ist. Wir haben unsere Zigaretten selber gedreht aus geklautem Samsung-Tabak, aus Zeitungspapier und den Chick haben wir mit Zügelt und das haben wir da gemacht. Wir haben zum Spielen keine Wii-Konsolen gehabt, keine iPods, iPhones, iPads. Wir haben keine eigenen Reitpferde gehabt. Wir hatten zum Spielen was? Freunde, mit denen haben wir gespielt, täglich. Da haben wir einmal... Da haben wir einmal gekracht oder gestritten oder einer hat dem anderen den Zahn ausgehauen. Dann sind aber nicht sofort Eltern gekommen und wir haben im Anwalt gedroht. Nein, den Schuld an dem ausgeschlagenen Zahn war nur mir erlor. Jetzt haben wir zusätzlich zum ausgeschlagenen Zahn von der Mama noch eine saubere Fotzen gekriegt, quasi als erzieherische Maßnahme. Wer beim Völkerball gut war, hat mitspielen dürfen. Wer schlecht war,
hat draußen warten und zuschauen müssen, weil er lernen musste, mit Enttäuschungen im Leben umzugehen. Und zwar ganz ohne Kinderpsychiater. Wir haben alle aus denselben Gläsern gesoffen. Nicht aus die gleichen wie heute, aus denselben Glasel wie unsere Eltern, Geschwister, Großeltern, Nachbarn, Nachbarskinder und der Nachbarshund. Das war nicht immer schön, wenn beim Mittagessen ein Glasel da gestanden ist für alle, wo oben schon so ein Schlatz geschwommen ist, so eine Mischung aus Essensresten, vermischt mit Spucke. Ich vermeide hier bewusst aus ästhetischen Gründen das Wort Lungenhaaring. Aber seien wir doch einmal ehrlich, zu meiner Zeit ist man doch von einem Glasl Wasser satt, wenn so viel wer da rumgeschwommen ist. Na, wobei, Moment. Wobei, da muss man sagen, Wasser haben wir überhaupt nicht gesoffen. Na, oder nie Apfelschorle oder so gepanschtes Zeug. Wir haben nur Limo gesoffen, gelbes Limo, Orangenlimo. Bei Orangenlimo-Engpässen haben wir auch mit Zitronenlimo getrunken. Haben wir aber nicht so gern wegen. An Feiertagen ab und zu ein Waldmeister-Grachl gekriegt. Ui, aber das gibt's immer, weil so wie das ausgeschaut hat, war das ja von der Farbe her, war das hochgradig krebserregend. Spinnst du? Schau ausgeschaut wie Lurchpipi, wie der Strickponcho von der Claudia Roth. Wenn wir in der Schule schlechte Noten gehabt haben, dann sind wir von unseren Eltern geschimpft worden und nicht unsere Lehrer. Weil auch nur die Kinder ins Gymnasium gegangen sind, die richtig gute Noten gehabt haben. Nicht jeder hyperaktive Ritalinfressende Schratz, der ab der zweiten Klasse schon Nachhilfe braucht, weil seine Eltern selber in der Schule nichts gerissen haben. Aber glauben, ihr Ableger sei hochbegabt. Wir hatten alles, wir, die vor 1980 geboren worden sind, wir hatten Freiheit, Erfolg, Misserfolg, Verantwortung für unser Tun und gelbes Limo. Wir, die vor 1980 geboren worden sind. Wer ist vor 1980 geboren? Hand hoch. Ich gratuliere euch, ihr seid die wirklich harten Hund, euch erschüttert nichts im Leben. Wo sind die, die nach 1980 geboren worden sind? Wo sind's? Ja, die Lormsäder, die Facebook löschen. Geht's doch heim zu eurer Mama an die Brust oder zur Playstation oder was sonst, zum Zusel der Warm-ups. Wir, die vor 1980 geboren worden sind, wir gehen heute noch wohin? Und zwar bis übermorgen. Und wenn ihr uns sucht, dann schaut ihr unter die Tische nach oder bringt uns was zum Bügeln an die Bar. Jacques Sack. Sie gestatten, dass ich hier kurz mal einen Sicherheitscheck durchführe? Bitte. Tu deine Bratzen weg, du Zipfigsicht. Aber ich hab doch bloß das getan, was ich tun muss, wenn ich. Mach dich hin, du Kasperl. Ja, mit dem Bonzo ist nicht gut Kirschen essen. Naja, der Bonzo, das ist mein mein Bodyguard, gell, Bonzo? Sowieso. Tja, hier wird mit knallharten Bandagen gekämpft. Ja, Herr Sack, Sie haben uns ja heute das Supermodel Uschi mitgebracht, die Ihre Mode kongenial auf den Laufstegen dieser Welt vorführt. Fräulein Uschi, wie haben Sie sich eigentlich kennengelernt? Ah ja, also ich habe in Mündelstetten in der Moni einen Pilzpub bedient. Ja, und da hat er mich gefragt, ob ich seine Sachen nutzen darf. Mei, mir war's wurscht, gell? Ja, und ich muss sagen, also wirklich, wie ich die Uschi das erste Mal gesehen habe, ich habe sofort diese Vision gehabt. Paris, London, New York. Also das hilft jetzt alles nichts. Ich glaube, ich muss jetzt hier einen Sicherheitscheck durchführen. Glaubst du, dass du jetzt dann gleich eine derartige Riesentrumbockfotzen kriegst, du Hans Wurst, du Trauriger? Also gut, dann fange ich halt bei Ermo. So, du Lef Tutti. Jetzt kehrst der Katz doch hierher. Au, 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 au,
meine ich, werden jetzt wohl ein paar Fachgespräche geführt werden. Und eigentlich kann der Bonzo zu keiner Fliege was zuleide tun. Ah! Ist halt Pech für den Herrn Illermeier, dass er keine Fliege ist. Fräulein Uschi, braucht man als Supermodel neben den optischen Vorzügen eigentlich auch irgendwelche intellektuellen besonderen Fähigkeiten? Ha? Was muss man können, um Supermodel zu werden? Also, Fräulein Uschi, was muss man... Ganz ruhig. Jetzt nichts falsch machen. Also, was muss man können, um Supermodel zu werden? Ja, es ist zum Beispiel ganz günstig, wenn man gerade auslaufen kann, weil sonst haut es einen immer vom Laufsteg runter. Und was halt bei ihr so wunderbar ist, sie hat eine Traumfigur. Schauen Sie mal, wirklich atemberaubend. Aber der Jackie, das ist der Mann von der Moni, die was das Pilzpapi Mindelstetten hat, der sagt immer zu mir, ich habe einen zu kleinen Busen und einen zu großen Arsch. Und bei mir ist genau umgekehrt. Und bei mir passt's optimal. Meine Herren, meine Damen und Herren, ich möchte mich nun von Ihnen verabschieden. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, denn dann haben wir einen rumänischen Hütchenspieler zu Gast, der eine Fortbildung zum Auftragskiller machen möchte. Also, bis dann. Tschüss.